Sie werden mich nicht anfassen, haben Sie das gehört? Die fassen mich nicht an. So, Schuhe noch aus vielleicht? So, bitteschön. So, wollen Sie noch irgendwas nicht suchen jetzt? Die Hose dürfen Sie gerne anfassen, mich nicht. Kein Problem. So, bitteschön, dürfen alles durchsuchen. Ein Wald wird zum gefährlichen Ort erklärt und jeder kontrolliert, der hinein will. So, ich tue Ihnen gefallen, Socken ziehe auch noch aus. Können Sie bitte einmal aus der Treppe hier gehen? Oh, gerne. RWE leitet die Räumung des Hambacher Forstes ein. Showdown im erbitterten Kampf zwischen Umweltschützern und dem Energiekonzern RWE. Um einen alten Wald, der längst zum Symbol geworden ist. Es wird einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Mitten im Wald ist es an diesem Tag noch ruhig. Alltag in Oaktown, Eichendorf, wie die Baumhaussiedlung hier heißt. Die Versuche, euren Protest rechtlich und moralisch zu delegitimieren, zeigt die Zukunftsvergessenheit der betreffenden Eliten auf. Denn die Grundlagen der Existenz der Menschheit zu schützen, den Lebensraum auch für Tiere und Pflanzen zu erhalten, all das ist Menschenpflicht. Und im Hambacher Forst. Es gibt einen eigenen Radiosender und eine Gemeinschaftsküche im sogenannten Tower. Für eine Belagerung des Waldes sind sie gut gerüstet. Mit Vorratsraum und Gasherd. Hier ist alles selbst gezimmert. Manche Baumhäuser haben Solarpanels, Duschen und Komposttoiletten. Klamsi lebt seit über 6 Jahren hier. Wie lange könntet ihr denn durchhalten, wenn man euch jetzt den Nachschubweg abschneiden würde? Ich würde sagen, das ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Aber wir können uns ja immer gegenseitig versorgen, dadurch, dass wir überall verbunden sind. Also so 1-2 Monate können wir hier auf jeden Fall autark noch aushalten, selbst wenn nichts mehr reinkommt. Die Lebensmittel kommen aus Abfallcontainern der Supermärkte oder als Spende von Leuten der Umgebung. Sie leben in einer solidarischen Gemeinschaft ohne Anführer. Hier zu leben ist für die Waldbesetzer mehr als nur Protest. Ich kann mir keinen Weg zurück vorstellen, weil also ich habe dieses Leben ja bewusst gewählt und es ist das Leben so, wie ich es mir wünsche und ich will gar nicht zurück. Also nachdem ich jahrelang diese Gemeinschaft hier erfahren habe und dieses Leben, ja, ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen. Es ist einfach viel zu schön hier. So ein bisschen Selbstzweck ist schon auch dabei. Also es geht uns, wie gesagt, ja nicht nur darum, hier gegen Braunkohle zu protestieren, sondern eben andere Arten des Lebens auch auszuprobieren. Und ich würde sagen, ich habe hier auf jeden Fall meine Art des Lebens gefunden. Vor dem Wald klafft ein Loch. Das größte Europas. Arbeitsplatz für rund 1400 Menschen im Rheinischen Revier. Einer von ihnen ist Norman Stamm. Der Elektroingenieur hat hier vor 20 Jahren schon seine Ausbildung gemacht und ist Großgeräteführer, zuständig für die gigantischen Maschinen. Heute ist er unterwegs mit seinem jungen Kollegen Kevin Bartke. Ja, du hast erzählt, du warst jetzt gerade beim Blockunterricht. Genau. Und heute hat man einmal einen Sondereinsatz gefahren, wo die Automatik aus dem Betrieb genommen werden musste. Wegen hier dem Brunnen, oder? Okay. Die Bagger stehen mittlerweile direkt vor dem Hambacher Forst. 40 Millionen Tonnen Braunkohle werden im Tagebau Hambach jedes Jahr gefördert. Mein Vater hat hier gearbeitet, der Vater von meinem Vater hat hier gearbeitet, mein Opa hat hier gearbeitet, meine 3 Onkel haben hier ihre Ausbildung gemacht und haben hier gearbeitet. Das ist Tradition. War für Sie selbstverständlich, hier auch zu arbeiten? Ja, also es hat sich für mich eigentlich gar nicht die Frage gestellt, wo ich arbeiten möchte. Das stand schon fest. Es war nur noch die Frage, was ich dann da machen möchte. Wenige hundert Meter weiter, die Mahnwache der Klimaschützer. Ab sofort täglich von 8 bis 18 Uhr. Seit die Räumung begonnen hat, wollen viele Anwohner im Wald nach dem Rechten sehen und Lebensmittel bringen.
Ohne Ausweiskontrolle und Durchsuchung darf aber niemand mehr hinein. Einige hier sind zum ersten Mal im Hambacher Forst. Sie haben in den Medien von der bevorstehenden Rodung des Waldes erfahren und wollen sich selbst ein Bild machen. Also ich habe hier einen schmutzigen Eimer. Also der ist nicht ganz so schmutzig. Und einen Lappen. Vielleicht kannst du noch mal kurz mit dem Regenwasser da durchgehen. Manche Besucher sind beeindruckt von den selbstgebastelten Konstruktionen in 10 bis 15 Meter Höhe und packen spontan mit an. Ich freue mich so doll, dass ich endlich was tun kann. Für mich fühlt es sich gerade, wenn ich hier bin, so an, als könnte ich endlich was tun gegen den Klimawandel und gegen den Kapitalismus. Und das ist mir viel wichtiger, als das Studium jetzt fertig zu kriegen. Ja. Kapitalismus kommt schlecht an, oder? Dass diese Mine sich rentiert, das liegt daran, dass RWE nicht für die wahren Kosten aufkommen muss. Dass der Feinstaub, der hier Menschen umbringt, und dass die Inseln, die auf der anderen Seite der Welt absaufen, dass da RWE kein Geld dafür zahlen muss. Und das liegt einfach nur daran, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, was das ermöglicht. Und deshalb ist für mich genau der richtige Ort hier, um genau das auch anzugehen. Da scheuen doch viele vor zurück, wenn die hören Kapitalismus. Und was ist mit meinem Häuschen? Ich habe lange gespart für mein Häuschen. Und wer gegen Kapitalismus ist, der ist dann auch gegen mein Häuschen, das ich mir gebaut habe. Ich glaube, dass genau deshalb dieser Wald so gut ist, weil ihr jetzt zum Beispiel da seid und weil wir es bis jetzt immer noch schaffen, dass ihr uns unterstützt und dass ihr auch immer wieder kommt und vielleicht mal mit uns redet und wir deshalb irgendwie Gedanken, die wir haben, auch raustragen können. Ich glaube, das Mutigste, was wir machen, ist, dass wir mit drei anderen ungewaschenen Leuten auf der Größe von zwei Paletten wohnen. Und was soll er beim nächsten Mal mitbringen? Und vegane Schokolade wäre natürlich. Ich schau mal, was ich kriege. Ich bin auch noch nicht sicher, aber ich sag mal vielleicht bis Sonntag. Ja. Tschüss. Tschüss. Unter den Waldbesetzern sind viele junge Frauen. Und sie alle wissen, RWE wird die Räumung mit Polizeigewalt durchsetzen, um den Wald zu roden. Ich hoffe einfach, dass ich nicht hart verprügelt werde und sonst gehen blaue Flecken auch wieder weg. Ich würde schon sagen, ich habe Angst davor, klar. Also ich habe selber genug Polizeigewalt in meinem Leben schon erlebt und noch mehr von anderen Leuten gehört. Klar, es ist deren Ziel, uns einzuschüchtern, aber ich habe halt noch mehr Angst vor einer Zukunft, die wir uns versauen, weil wir es nicht schaffen, unsere verdammte Wirtschaftsweise, die total bescheuert ist, zu ändern. Und ja, einfach diesen Planeten und unsere Lebensgrundlagen an die Wand fahren, davor habe ich richtig Angst. Stadtfest in Elsdorf, ganz in der Nähe. Die Menschen feiern ihre Heimat und RWE 40 Jahre Hambacher Tagebau. Der Energiekonzern unterstützt die Veranstaltung und nutzt sie als Werbefläche. Braunkohleabbau sichert Arbeitsplätze, auch für zukünftige Generationen. Früher war man hier stolz darauf, das Land mit Energie zu versorgen. Doch seit sich die Menschen um den Klimawandel Sorgen machen, geraten RWE-Mitarbeiter immer öfter in die Defensive. Heute werden Fahrten in den Tagebau angeboten. Einmal pro Stunde können sich Bürger über RWE und den Tagebau Hambach informieren. Und warum die Braunkohle aus dem Rheinischen Revier noch immer unverzichtbar ist. Selbst wenn der letzte Rest des uralten Waldes dafür fallen muss. Wir feiern 40 Jahre Tagebau Hambach. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Zum Tagebau Hambach ist es damals gekommen, als man in der Ölkrise unabhängig von Energieimporten werden wollte. Und vor diesem Hintergrund ist dann das Genehmigungsverfahren zum Tagebau Hambach auch sehr schnell innerhalb von 2 bis 3 Jahren durchgepeitscht worden. Damals hätte sich niemand vorstellen können, dass eines Tages Windräder und Solaranlagen mehr Strom liefern würden als Kohle und Atomkraft zusammen. 2017 war es soweit. Also von der Nordwandböschung bis darüber zu der anderen Seite sind rund 8 Kilometer. Und hier von der Gewinnungsseite bis zur Sophienhöhe sind 6 Kilometer in etwa. Also wir haben momentan eine Teufe von, also der Bergmann redet nicht von Tiefe, sondern von Teufe, von knapp 400 Metern. Ich bin schon seit 44 Jahren im Unternehmen und habe auch die Entwicklung mitbekommen.
Von 1974 bis heute hat sich ja einiges getan und diese enorme Weiterentwicklung, und das ist schon toll. Was haben Sie hier gemacht beruflich? Ich war Betriebsleiter hier im Tagebau. 8 Jahre lang, bis er die erste Kohle gefördert wurde, und dann bin ich zu meinem alten Heimatbetrieb wieder zurückgekommen. Das Abbaufeld vom Tagebau Hamburg. Der 87-jährige Arno Menn schaut stolz auf sein Arbeitsleben bei RWE zurück. Den erbitterten Kampf gegen die Braunkohle kann der ehemalige Bergbauingenieur, wie viele hier an Bord, nicht verstehen. Man kann nicht von heute auf morgen einfach hingehen und sagen, so, das muss jetzt alles weg und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, da wird sich der eine oder der andere schon umgucken. Wenn wir wirklich mal unsere Kraftwerke abschalten würden, dann garantiere ich Ihnen, gehen auch bei Ihnen zu Hause die Lichter aus. Das ist ganz klar. Dem gefräßigen Baggerweichen mussten nicht nur der größte Teil des Waldes, sondern bislang auch 3000 Menschen. Das ist ein schwieriges Thema. Die Bewohner der Ortschaften werden auch ganz gut entschädigt an der Stelle. Für die Bewohner, die natürlich älter sind, zwischen 60 und 70, und der auf den Hof, auf dem er groß geworden ist und sein Leben verbracht hat, dann verlassen muss, dem bringt natürlich dann die Entschädigung auch nicht viel. Und das ist an der Stelle auch ein schwieriger Prozess, muss man ganz klar so sagen. Kein Berg steht die Umsiedlung noch bevor. Hier rückt der Tagebau Garzweiler nahe. Noch können sie ihr Heimatdorf zeigen. Das ist zwar eine kleine Straße, aber diese Straße ist die erste Straße, die komplett im Zuge der Umsiedlungsmaßnahmen unbewohnt ist. Und das kann man mal auf sich einwirken lassen. Jetzt werden diese Häuser, die verkauft sind, schnell wie möglich vom Wasser und vom Stromnetz abgetrennt, dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Also es werden hier schon Fakten geschaffen, das Dorf praktisch in näherer Zeit auszulöschen. Man kann es nicht anders sagen. Wir haben vor ca. 25 Jahren unser Haus hier selber gebaut. Und das, was ich hier habe, das kriegen Sie nirgendwo mehr. Ja, ja, so, und das kann mir auch irgendwie so in dieser Hinsicht überhaupt keiner bieten. Ja, das ist und richtig. Wir haben es selber gebaut, Stein auf Stein, alles, 13 Monate lang. Und von daher, das geht nicht so einfach. Auch der über 100 Jahre alte Hof von Norbert Winzen muss weg. Wir haben als Familie halt beschlossen und haben Gott sei Dank die Gelegenheit, mit so einem großen Hof als Großfamilie zusammenzuleben in 3 Generationen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein nach der Umsiedlung, weil man so ein altes Gemäuer natürlich nicht wieder neu aufbauen kann oder in dieser Größe aufbauen kann. Mein Großvater ist damals von Königshofen schon einmal vom gleichen Tagebau zwangsumgesiedelt worden nach hier. Dann hat er irgendwann diesen Hof erwerben können nach einigen Jahren. Und jetzt müssen wir halt zum zweiten Mal umsiedeln. Bis 2027 sollen alle rund 800 Bewohner umgesiedelt sein. Und als kleines Kind hatte ich schon den Eindruck, hier in dieser Kirche, da kann dir nichts passieren. Hier passiert dir nichts. Und hier ist mir auch nie was passiert. Man kam, ob man bei der Bundeswehr war, ob man auf der Arbeit Probleme hatte und so weiter und so fort. Man kam ins Tal herunter, sah den Kirchturm und dachte, alles wird gut. Das ist das Zuhause. Und das wird fehlen. Das wird mir in der neuen Heimat, wenn man sie neue Heimat nennen kann, fehlen. Unheimlich. Ja. Denn das hier ist ein gefährlicher Ort. Besser gehen alle fort, wenn's sein muss, auch über Bord. Daher nun ein ganz ernstes Wort, womöglich gibt's hier noch Mord. Waldspaziergang im bedrohten Hambacher Forst. Über 50 davon hat Waldpädagoge Michael Zobel schon organisiert. Jetzt werdet ihr kontrolliert. Es ist unglaublich. Heute zusammen mit Todde Kemmerich. Ja, hallo erstmal alle zusammen. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Überwältigt, vielleicht auch ein bisschen schockiert, dass so viele Menschen jetzt hier in den Wald wollen. Ne, der arme Wald tut mir schon ein bisschen leid, aber es ist sensationell. Ja, ich könnte eigentlich jetzt schon heulen und was weiß ich alles machen, aber ich werde mich mal noch zurückhalten. Toll, dass ihr da seid, und lasst uns jetzt gleich mal in den Wald gehen. Vielen Dank!
Dieser Waldspaziergang gerät zur Kundgebung. Über 1000 Menschen sind gekommen aus dem ganzen Westen. Familien mit Kindern, Rentner mit dem Hund an der Leine. Ganz normale Leute, die wissen wollen, was hier vor sich geht. Wo sind denn die Kartoffeln? Machst du dein Gesicht weg? Genau. Ich mach das mal. Warum zeigt diese Person nicht ihr Gesicht? Da kann man ja verschiedene Ansichten sein, aber du wirst uns erklären, warum du das tust. Magst du das erklären? Ja. Ja, super, ganz nah. Und also nimm's mal selber. Ganz nah. Für mich ist wichtig, dass ich nicht überall im Internet lande. Ich glaube, ich würde mich sonst nicht trauen, vor so vielen Menschen und vor so vielen Kameras überhaupt mit euch zu reden. Für viele ist es auch ein Schutz vor Repression, aus Angst vor Kriminalisierung durch die Polizei. Aus Angst vor Verfolgung durch RWE Securities. Das heißt, die Gründe, sich zu vermummen, sind vielfältig. Der NRW-Innenminister hatte vor einer Eskalation der Gewalt gewarnt. Die Waldspaziergänger haben damit nichts im Sinn. Für mich die Grenze, und die ist, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Angriffe auf Menschen sind für mich absolut ausgeschlossen. Auf keiner Seite darf das passieren. Wir brauchen hier keine Verletzten, wir brauchen hier keine Märtyrer. Das muss unter allen Umständen vermieden werden. Auf einem Waldweg ein paar Meter weiter bauen Aktivisten neue Barrikaden, um die bevorstehende Räumung hinauszuzögern. Also wenn ihr Idee habt, irgendwann, ach, ich will jetzt gar nicht so viel, auf den Bagger zu gehen oder so, das macht ihr bitte in den nächsten Tagen ohne mich. Ich mache die Waldspaziergänge. Das wollte ich einfach nochmal betonen. Kevin, ich hatte vor, dass wir zwei in den Führerstand hochgehen. Ja. Zurück im Hambacher Tagebau. Alltagsgeschäft. Vielleicht setze dich mal in den Führerstand Sessel rein, dann ist das vielleicht auch. Dann müsste man mal gucken hier. So. Können wir das einmal aktiv anwählen? Elektroingenieur Norman Stamm checkt mit Kevin Bartke die Elektronik der Maschine. Die fehlende Information war eigentlich, die Übergabe muss im grünen Bereich. Von den Auseinandersetzungen um den Wald bekommen die beiden an ihrem Arbeitsplatz nichts mit. Die Welt der Baumhäuser und die Träume ihrer Bewohner sind ganz weit weg. Kalle, meld dich mal bitte. Ja, ich höre dich. Können wir mal eben umschalten auf BSW Notbetrieb, damit wir die Unterweisung hier mal praxisnah durchführen können? Ah, du kannst umstellen. Ein paar Kilometer von hier wird gerade der Hambacher Forst geräumt. Kriegen Sie das mit? Verfolgen Sie das? Ja, natürlich kriege ich das mit. Also es ist ja momentan in den Medien überall drinnen, sei es im Fernsehen, sei es in den entsprechenden Zeitungen oder auch in den sozialen Medien. Also das ist ein Thema, was uns Mitarbeiter sehr schon berührt. Können Sie die verstehen? Also friedlichen Protest, ja, da könnte ich für mich gedanklich noch einen Haken dran machen. Nur das, was man in den Medien teilweise sieht, was wir aber auch durch den Betrieb sehr hautnah mitbekommen, ist einfach das Thema Gewalt und die Sachbeschädigung. Also das hat für mich nichts mit friedlichem Protest zu tun. Sind Sie mal konfrontiert worden damit? Ich persönlich nicht. Aber schon Mitarbeiter? Ja. Dann ist der Tag gekommen, an dem die Baumhäuser abgerissen werden sollen. Die Bau- und Heimatministerin NRWs macht fehlenden Brandschutz geltend. Sofern Sie die Baumhäuser nicht freiwillig innerhalb der nächsten 30 Minuten räumen und deren Nutzung unterlassen, werde ich die Räumung in Anwendung des unmittelbaren Zwanges vornehmen. Thank you.
Antje Grothus, Mitglied der Kohlekommission, trifft hier auf Christian Lohse, den energiepolitischen Sprecher der AfD. Es wird ein neuer Wald aufgeforstet. Ist das für Sie nicht gut genug? Nein, das ist für mich nicht gut genug. Weil ein Jahrtausende alter Wald ist, den kann man Jahrtausend, nicht ersetzen. Die Bäume sind Jahrtausend jetzt hier alt? Der Boden ist Jahrtausende so alt. Dieser Baum ist, Wald ist seit der Eiszeit nicht mehr benutzt worden. Mhm. Und die Bäume sind 200, 300 Jahre alte Eichen und Buchen. Ja, aber warum haben die Grünen dann das nicht kleiner gemacht? Die haben Garzweiler reduziert. Die Grünen haben doch Garzweiler reduziert und nicht das jetzt hier. Wir sind nicht in der Regierung, wir sind in der Opposition. Ja, trotzdem, dann kümmern Sie sich doch, Sie haben ein Landtagsmandat. Dann kümmern Sie sich doch um den Heimatschutz. Hätten Sie noch Zeit, ein Interview mit uns zu führen? Antje Grothus sucht Klamsi unter seinem Baum, den er Mona getauft hat. Ja, hier in Oaktown ist es noch ruhig. Ja, aber riecht es toll. Ja, komm hoch. Da oben, ne? Klamsi, heute als Flughörnchen, kann noch hoffen, davon zu kommen. Ja. Und der Sprecher von der Landesregierung hat noch gesagt, die wollen heute mit der Räumung komplett fertig werden. Ja, viel Spaß. Was, mit der gesamten Räumung? Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute überhaupt Plan haben, was sie da sich vorgenommen haben. Was sind das für Sachen zum Beispiel? Klamsi ist gut darauf vorbereitet, wenn ihn die Polizei und RWE mit Großgerät aus seinem Baumhaus vertreiben will. Also in dem Baum wohne ich jetzt seit. Er ist der dienstälteste und erfahrenste Waldbesetzer. Ununterbrochen. Er wird sich anketten. Genau. Ich wohne hier, das ist mein Hauptwohnsitz. Was ist das für ein Baum? Ich habe da eine Vorrichtung, das ist ein größerer Betonblock mit einem Rohr drin, da ist ein Steg drin, da kann ich dann mit einer Handfessel reingehen und mich drin festketten. Das dauert dann mindestens einen ganzen Tag, das aufzuknacken. Das ist diese Sache mit diesem Kunstharz, oder? Genau. Wie nennt ihr das nochmal? Lock-on. Lock-on. Er will es RWE so schwer wie möglich machen. Während im Wald ein Baumhaus nach dem anderen abgeräumt wird, formiert sich vor dem Wald der Widerstand. Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? Getting stronger by the hour. Getting stronger by the hour. Power! Power! Anna ist aus Düsseldorf gekommen. Wir versuchen, die Polizeiketten auseinanderzuziehen, weil wir mehr sind, und dann uns darin eine Lücke zu suchen. Das heißt, von uns geht dabei keine Eskalation aus. Sie gehört der Aktion Unterholz an. Eine Initiative, die zivilen Ungehorsam gegen die Pläne von RWE organisieren will. Heute ist der Wald für die Demonstranten gesperrt. Leute, einen schönen guten Tag. Wir sind die Aktion Unterholz. Der Plan? Die Polizeisperre durchbrechen. Einheiten aus dem gesamten Bundesgebiet sind angerückt. Geht in die Breite und versucht, in den Wald zu kommen. Gebt euch doch! Mensch, das könnten eure Kinder sein! Achtung! Achtung! Reduziert's nicht! Kommt nur noch! Weg! Da sind wir schon, Leute! Reduziert's nicht! Weg! Ja, zieht sie weg! Einfach gehen! Los! Einfach gehen! Lass sie nicht durch! Wir können hier nicht zu! Jetzt weg! Lukas! Weg! 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 Ich will es nicht übertreiben! Einfach weg! Genau! So ist er gut! Anna ist durchgekommen. Am nächsten Tag das Haus von Klamsi zerstört. Er selbst verschwunden. Im Wald ist es noch ruhig. Aber die Räumung wird weitergehen. Ab Oktober darf RWE roden. Dann müssen die jungen Leute und ihre Baumhäuser fort sein. Aber auch die, die nicht begreifen, warum für klimaschädliche Braunkohle jetzt noch ein uralter Wald geopfert werden soll, machen weiter. Die Konfrontationen werden härter, es gibt auch Verletzte. Doch die vorausgesagte Gewalteskalation bleibt aus. Anna macht weiter. Unter den Polizisten? Viele genauso alt wie sie. Ihre persönliche Meinung ist hier nicht gefragt. Kann man das dann nicht kommunizieren über die Lautsprecher der Fahrzeuge? Redet doch gerade mit euren Leuten da vorne. Okay, sollen wir warten? Ihr wollt doch immer reden. Da vorne wird geredet. Da müsst ihr doch mal einen Kopf anmachen. Ihr rodet gerade den Wald. Wir gehen in den Wald, um das zu verhindern. Tut nicht so, als wolltet ihr mit uns über irgendwas reden. Geredet wird in der Kohlekommission. Ja, wir reden doch gerade hier. Wir haben keine Leitung.
Hier, bleibt jetzt hier! Zurück oder wir werden stehen bleiben jetzt! Stehen bleiben! Hier, stehen bleiben! Stehen bleiben oder wir werden stehen bleiben! Ich hab's Ihnen zweimal gesagt, Sie bleiben stehen oder wir werden zweimal. Ja, stehen bleiben jetzt. Geht ja Ihrer und meiner Sicherheit, dass Sie jetzt hier auf dem Fußweg sind und nicht auf der Fahrbahn. Ja? Lassen Sie mich ausreden. Ja? Und deswegen, wir warten jetzt, bis die anderen, die kommen hier hin. Und dann können Sie rübergehen. Ja? Ah ja, dann verstehen wir uns so. Möchtest du ein Sani haben? Wir müssen drüber nachdenken. Ich bin gerade hier. Dann melde dich, wenn du ein Sani haben willst. Okay? Dann melde ich mich, ja. Wir kämpfen hier für unsere Zukunft, das heißt dafür, dass es diese Welt morgen noch gibt. Und dafür stellt sich diese Polizei hier hin und schlägt auf die Leute ein. Mit diesen Auseinandersetzungen werden aus der Kohlekommission erste Ausstiegsszenarien laut. Am schlimmsten Fall weiß ich Ende des Jahres, wann ich hier meine letzte Schicht haben werde. Ja, und wenn man natürlich als junger Mensch mit 29 Jahren eine Vorstellung hat, ich denke mal, jeder setzt sich Lebensziele. Ein Eigenheim, Familie, man möchte keine Geldsorgen haben. Das ist natürlich alles das, was ein fester Arbeitsplatz bieten kann, diese Ängste zu nehmen. Und wenn das jetzt so scharf in der Kritik ist, macht man sich natürlich Gedanken darüber, ob man das so umgesetzt bekommt, wie man es gerne mal hätte. Der nächste Waldspaziergang wird zur Massendemo gegen Braunkohle verstromen. Bis zu 7000 Menschen sind gekommen. Friedlich. Ich war ziemlich traurig, als ich habe Kiraka gehört. Da habe ich erst gehört, dass der Hambacher Forst gefällt werden soll. Ich habe das meiner Mama erzählt und die hat direkt gesagt, was da los ist. Dann haben wir da auch nachgeguckt, was da los ist. Und ich wollte unbedingt hier mit sein. Die Polizei, heute in der Minderzahl, muss dennoch versuchen, den Wald abzuriegeln. Doch gegen diese Völkerwanderung lässt sich ihr Auftrag nicht durchsetzen. Leistet Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Anna wird mit der Aktion Unterholz weitermachen. Auch wenn jetzt schon über die Hälfte aller Baumhäuser gefallen sind. Und Ende des Jahres wird die Kohlekommission mitteilen, wann Schluss ist mit der Braunkohle.